Wir haben ganz oft Forschungsfragestellungen, die wir an sogenannten bevölkerungsrepräsentativen Erhebungen testen. Das heißt, man wählt eine bestimmte Stichprobe aus der Bevölkerung aus, so zwischen 2.000 bis 3.000 Leuten, und interviewt die dann mittels Telefon anhand dieses Fragebogens. Da sind die Ergebnisse natürlich immer sehr standardisiert, das heißt, man kann die in eine gewisse Form einteilen. Man kann aber nicht wirklich in die Tiefe gehen. Wenn man jetzt mehr über Werte und Einstellungen oder wie zum Beispiel heute in der Forschungsfrage sind wir glücklich wissen will, dann ist es ganz gut, ein Interview zu führen. Das heißt, man überlegt sich verschiedene Fragen, die diese Hauptfrage, die man hat, etwas detaillierter darstellen oder repräsentieren. Und dann geht man hin und interviewt die Leute. Das ist natürlich sehr spannend, weil man sehr viel mehr Informationen über seine Forschungsfrage bekommt. Es ist ein bisschen schwieriger in der Auswertung. Und im Durchschnitt dauert so ein Interview dann durchaus schon mal eine Stunde. Die zwei Forschungsherangehensweisen, Befragung oder Interview, unterscheiden sich auch in ihrer Auswertung. Also wenn man eine Befragung mittels Fragebogen durchführt, dann gibt man hinterher die Ergebnisse in eine sogenannte Maske ein und hat dann ein Datenauswertungsprogramm, mit dem man dann auswerten kann und verschiedene Häufigkeiten zum Beispiel darstellen kann. Also wie viele Personen sagen, ich bin froh, dass Deutschland ein vereinigtes Land ist oder dass die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Das ist natürlich beim Interview ein bisschen schwieriger, weil man befragt nicht so viele Personen und man muss sehr viel mehr Zeit in die Auswertung hineinstecken, weil man sich das Interview anhört, was man in der Regel aufgenommen hat, und dann transkribiert, das heißt, man schreibt es wortwörtlich auf und versucht dann anhand von verschiedenen Kategorien das Interview zu strukturieren. Und dann schaut man, okay, was passt davon zu meiner Forschungsfragestellung oder was steckt an neuen Ideen in so einem Interview drin, die ich selbst vielleicht als Forscherin noch gar nicht gehabt habe. In Befragungen ist es so, dass man natürlich niemals alle Leute befragen kann und deswegen wählt man einen Ausschnitt, der möglichst einen Teil oder die Gesamtheit der Bevölkerung abbildet. Wir haben in der sächsischen Längsschnittstudie einen Teil der Bevölkerung befragt, die 1973 geboren sind und damals noch in der DDR gelebt haben und die zum Zeitpunkt der Wende die 10. Klasse gerade abgeschlossen haben. Das heißt, die waren an einem ganz spannenden Bruch in ihrem Leben, weil sie vor der Entscheidung standen, wo will ich mal hin, welche berufliche Perspektive wähle ich, und dann plötzlich brach das ganze System zusammen und sie mussten sich komplett neu orientieren. Also je nachdem, wie alt sie sind, aber kennen sie vielleicht die Frage, wo will ich hin, was ist mein Lebensziel oder was macht mich glücklich, um auf das zurückzukommen, worüber wir heute reden. Und welche Bedingungen brauche ich dafür? Vielleicht können Sie sich vorstellen, wenn so ein System zusammenbricht, dass man dann erstmal etwas orientierungslos ist. Und in der sächsischen Längsschnittstudie haben wir also das Glück gehabt, diese Leute, die zum Zeitpunkt der Wende 16 oder 17 Jahre alt waren, über die letzten 25 Jahre hin zu begleiten und zu sehen, wie hat sich ihr Leben entwickelt. Das heißt, wir haben sie jedes Jahr befragt, wir haben jedes Jahr ähnliche oder die gleichen Fragen gestellt. Wir haben zum Teil Fragen mit dazu genommen, als wir gemerkt haben, okay, jetzt wird es spannend, jetzt fangen die an, eine Familie zu gründen. Jetzt müssen wir mehr Fragen zur Familiengründung reinnehmen. Oder dann in einem bestimmten Zeitraum waren ganz viele arbeitslos geworden. Und so haben wir also einen Teil der Befragung immer wieder wiederholt und einen anderen Teil haben wir neu dazu genommen, neue Fragen entwickelt. Was ist eigentlich die sächsische Längsschnittstudie? Das ist eine Studie, die 1987 schon begonnen wurde, also noch in der DDR. Und man hatte damals festgestellt, Mensch, die Jugendlichen, die ticken alle gar nicht mehr so richtig, wie die Regierung das gerne wollte. Und wir wollen jetzt mal wissen, was unsere Jugendlichen politisch bewegt. Und dann hat man also in den damaligen Bezirken Leipzig und Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt, 1500 Jugendliche des Geburtsjahrgangs 1973 ausgewählt und hat die befragt zu ihren politischen Einstellungen, aber auch zu ihren Noten, zu ihren Zukunftsvisionen, was sie später mal werden wollen. Es war eine relativ lange Befragung. Überhaupt die Befragung in der sächsischen Längsschnittstudie dauern so zwischen 45 und 60 Minuten. Also so der Fragebogen ist relativ lang.
Und dann hat man im Frühjahr 1989, als man eigentlich mit der Befragung dann aufhören wollte, nochmal gefragt, wer würde denn gern noch weiter mitmachen. Und es haben sich ungefähr 500 Leute gemeldet und die sind dann durch den Studienvater Peter Förster, der damals an der Pädagogischen Hochschule gearbeitet hat, weitergeführt worden. Und er hat da sehr viel Akribie und Liebe zu dieser Studie reingesteckt, um die Leute weiter bei der Stange zu halten. Und wir haben also diese Studie in den letzten Jahren fortgeführt und haben da auch spezifische Themen aufgenommen, wie zum Beispiel Familiengründung und Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Wir haben jetzt oft als Forscher die Frage oder bekommen oft die Frage gestellt, naja, ist denn das jetzt immer noch repräsentativ? Also kann man aus dieser Stichprobe immer noch verallgemeinern auf andere vergleichbare Stichproben oder vergleichbare Jahrgänge? Und wir haben deshalb im letzten Jahr einen Vergleich mit dem sozioökonomischen Panel vorgenommen. Das ist also ein riesiger Datensatz, der deutschlandweit erhoben wird, und haben festgestellt, dass unsere Fragen oder die Ergebnisse in unseren Fragen sehr, sehr ähnlich waren mit den Ergebnissen des sozioökonomischen Panels. Das heißt, wir können immer noch sagen, unsere Stichprobe ist repräsentativ und das, was die Leute sagen, ist ein repräsentatives Abbild für die aktuelle gesellschaftliche Situation, für Einstellungen, Werte oder aber auch für die Tatsache, wer wo lebt, welche Beziehungen es gibt, wie Familiengründung abläuft und so weiter.